Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich euch einladen möchte, einmal etwas zu lernen, zu hören aus ganz kindlicher Sicht oder vielleicht sogar mit deinem Kind zusammen, die Geschichte von Däumeline. Fragt dich vielleicht, was ist jetzt los, was soll das? Ich muss ein bisschen ausholen. Bei uns im Yin-Chin-Jutsu-Zentrum ist ein großer Fokus unserer Unterstützung auf dem Heilungsweg natürlich auch bei den Kindern. Und Kinder erreicht das Yin-Chin-Jutsu mit müheloser Leichtigkeit, wenn wir die richtigen Worte wählen und wenn wir sie einladen, sich die Finger zu halten. Und so hatten wir vor 2-3 Jahren die Idee, beziehungsweise mein Mann Pascal Schaffner, der hauptsächlich schwerpunktmäßig Kinder begleitet, hatte die Idee, doch über die einzelnen Finger eine kleine Geschichte zu kreieren, zu erfinden, zu erzählen. Und so entstanden 5 Geschichten zu den 5 Fingern. Und ich lade dich heute recht herzlich ein, zu lauschen, wie es Däumeline geht. Und wenn du das hörst und dich das anspricht, teile es gerne und vor allen Dingen höre es mit deinen Kindern und strömt euch gemeinsam. Das macht so viel Spaß und bewirkt so, so viel. Also ganz viel Spaß zu den alten Weisheiten aus dem alten Buch. Wir beginnen mit der Geschichte von Däumeline. Hallo liebe Kinder! Ich bin schon ganz gespannt, wie es euch ergangen ist gestern Abend, als ihr beim Einschlafen euren Lieblingsfinger gehalten habt. Ich auf jeden Fall bin gestern Abend eingeschlafen und habe mich um meinen Daumen gekümmert. Ihr wisst ja, ihr habt ja gestern meine Hand gesehen und dieser Daumen, der war riesengroß. Und wenn ihr jetzt wollt, währenddem ich die Geschichte erzähle, könnt ihr gerne den Daumen einmal gelb anmalen. Weil gelb, das war auch die Lieblingsfarbe von Däumeline. Und die Geschichte der Däumeline, die steht hier in diesem alten, weißen Buch. Dann hört bitte genau zu. Däumeline wohnte im tiefen Wald unter einer Wurzel in einer kleinen Höhle eines großen alten Baumes. Däumeline war klein, aber stark und stabil. So stand sie auf dem Boden und nichts und niemand konnte sie umhauen, denn ihre Beine hatten wie Wurzeln an den Füßen und krallten sich fest im Boden, sodass niemand sie umhauen konnte. Aber das Beste an Pauline war, dass sie ein starkes Vertrauen hatte, dass alles gut ist. Auch wenn sie manchmal am Abend sich ein paar Sorgen machte oder nicht so gut einschlafen konnte, wenn sie am Morgen aufstand, wusste sie und war sich sicher, dass alles gut ist. So ging Pauline glücklich und zufrieden durchs Leben. Däumeline liebte gelb über alles. Sie liebte die Sonne, sie liebte die gelben Blumen im Frühling. Gelb, das war ihre Farbe. Und auch wenn sie schon über 200 Jahre alt war, denn ihr wisst ja, Zwerge,
können im Wald ganz alt werden, war sie glücklich und zufrieden. Aber das war nicht immer so. Als Pauline klein war und noch bei ihren Eltern wohnte, machte sie sich dauernd Sorgen. Sie machte sich Sorgen, ob der Fuchs am Abend seinen Bau wiederfindet. Oder sie machte sich Sorgen, ob der kleine Vogel, der zum ersten Mal geflogen ist, nicht doch abstürzt. Den ganzen Tag machte sich Pauline Sorgen und grübelte über alle Dinge nach. Das machte Däumline ein bisschen unruhig. Sie hatte keine Ruhe, denn plötzlich fiel ihr ein, dass sie noch nach der Maus schauen musste, ob die auch genug zu fressen hatte. Also Pauline konnte nicht stillsitzen. Und vor allem am Abend, wenn sie ins Bett ging und sie hätte schlafen sollen, konnte sie schlecht einschlafen. Und oft hatte sie in der Nacht Bauchschmerzen. Und wenn es ihr so nicht gut ging, dann konnte eigentlich nur etwas sie retten. Der süße Schokoladekuchen ihrer Mutter. Denn Pauline, den Däumline, wie sie auch hieß, hatte ein riesengroßes Verlangen nach Süßigkeiten. Eigentlich den ganzen Tag. Und als Pauline schon ein bisschen älter wurde, ging sie in den Wald und hörte dort ein leises Piepsen. Schnell entdeckte sie unter einem Brombeerstrauch eine kleine Maus. Sie rettete sie mit ihren kleinen Fingern und dabei stach sie sich in den Daumen. Und es blutete und hörte nicht auf zu bluten. Ohne zu überlegen, nahm Pauline ihren Daumen in die Hand und hielt ihren Daumen eine ganze Zeit lang. Schnell bemerkte sie, dass es aufgehört hat zu bluten. Und als sie sich auf den Weg machte nach Hause, merkte sie, dass sie sich größer fühlte und stärker. Und sie lief durch den Wald und machte sich gar keine Sorgen mehr um die anderen Tiere. Und als sie zu Hause ankam, legte sie sich ins Bett und hat geschlafen. So gut hatte sie noch nie in ihrem Leben geschlafen. Tag wunderte sie sich, warum sich ihr Leben so verändert hat. Liegt das etwa daran, dass ich mir meinen Daumen gehalten habe? Könnte es sein, dass mein Daumen schnell gesund wurde und gestärkt wurde? Von dem Tag an hielt sich Pauline jeden Tag ihren Daumen. Wenn sie draußen vor ihrer Höhle auf einer Bank saß oder wenn sie einmal auf etwas warten musste, immer hielt sie ihren Daumen fest in ihrer anderen Hand. Und ihr kennt ja jetzt das Geheimnis des Daumens.
Dörmline wusste das nicht. Aber ihr habt ja gestern gelernt, dass, wenn ihr euren Daumen hält, dann fließt dort die Energie rein und eure Batterie wird wieder aufgeladen. Und so war es auch in dieser alten Geschichte mit der Mine. Ich freue mich schon auf morgen, wenn es dann weitergeht mit der Geschichte aus diesem Buch mit dem kleinen ängstlichen Monster. Und bitte vergesst nicht, heute Abend, bevor ihr ins Bett geht, euren Lieblingsfinger zu halten. Ich glaube, ich werde mir heute Abend mal den kleinen Finger halten. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jin-Jin-Jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.